Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich bin sehr dankbar, dass die FDP diesen Tagesordnungspunkt aufgesetzt hat. Es ist dringend notwendig, über den Stand der Digitalisierung im Auswärtigen Amt zu sprechen. Denn die zugegebenermaßen doch sehr ambitionierte Rede des Herrn Staatsministers kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass in den 170 Seiten Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung ganze 3 Projekte nur für das Auswärtige Amt bestimmt sind. Und deshalb müssen wir das heute hier auch diskutieren. Das ist richtig so. Und es gibt vieles zu besprechen. Es ist dringend notwendig, im digitalen Zeitalter Public Diplomacy neu zu erfinden. Es ist dringend notwendig, Social Media auch anders einzusetzen, nicht nur als Erzählung über Deutschland, sondern vor allem als Kanal für echten Dialog, gerade in Staaten, in denen die Zivilgesellschaft so unter Druck ist. Es ist dringend notwendig, Verwaltungsabläufe im Amt selbst, aber auch in den Botschaften tatsächlich zu erneuern und zu digitalisieren. Stichwort Visastellen beispielsweise, wo es sehr vieles gibt, was im Argen liegt. Und Stichwort Digitalisierung als Querschnittsaufgabe in den verschiedenen Ministerien, auch um die Grenzen, die Verwaltungsgrenzen zwischen Innen- und Außenpolitik zu überwinden und neue Strukturen dafür zu schaffen. Das Problem ist nur, dass in dem vorliegenden Antrag die von ihm selbst eingeforderten gezielten Zukunftsimpulse kaum eingebracht werden. Das beginnt mit dem bemerkenswerten Titel Digitalisierung trifft Diplomatie. Das klingt ein bisschen nach einer Zufallsbegegnung. Und es geht auch ein bisschen weiter, so wie beim Tinder für Buzzwords. Es kommt ganz viel zufällig zusammen, aber das reicht nicht für eine langfristige Beziehung. Ich zitiere: Die Etablierung einer Außenpolitik, die eine Begegnung von technischem Fortschritt und Diplomatie möglich macht, heißt es da etwa, führt zu einem Wissenstransfer, von dem auch deutsche Firmen profitieren können. Zitat Ende. Dieser Wissenstransfer, den stelle ich mir ein bisschen so vor wie Funkensprühen der digitalen Leidenschaft. Geheimnisvolle Wellen wandern, wenn das Traumpaar sich begegnet. Und mir nichts, dir nichts, sind wir wieder technologische Weltspitze. Und in der Tat, Ihre Innovationsbotschafter müssen echte Superhelden sein. Die sollen ganz viel können. Was Sie da beschreiben ist, ich zitiere, dass Deutschland wieder Anschluss an die digitale Digitalisierungsweltspitze unter den Industrienationen findet. Das sollen 5 Digitalisierungsbotschafter hinkriegen. Den technischen Fortschritt gezielt bewerten sollen sie. Und sie sollen die Wanderungsbewegungen von Wissenschaftlern anzeigen, damit Deutschland bereits zu Beginn neue Entwicklungen agieren kann. Das ist ein spannendes Portfolio, was Sie da beschreiben. Ich würde sagen, das ist eine überraschende Mixtur für eine Partei, die zu Recht immer wieder darauf hinweist, dass auch Privatwirtschaft eine Verantwortung haben sollte. Sie machen aber hier den Staat sozusagen zum Rettungsanker der deutschen Wirtschaft bei der Digitalisierung. Das ist nicht das, was wir von der FDP erwartet haben. Sie fordern ernsthaft, ich zitiere weiter, eine Technologie-Außenpolitik zu entwickeln, um Technologiebewertung für deutsche Unternehmen möglich zu machen. Ich hätte von Ihrer Partei ein bisschen mehr Vertrauen in die Innovations- und Analysefähigkeiten der deutschen Wirtschaft erwartet. Vieles klingt auch ein bisschen nach Abenteuerexpedition aus der Zeit kurz bevor die Eisenbahn erfunden wurde. Sie behaupten, Dänemark und Frankreich hätten Tech-Ambassadors in Silicon Valley geschickt, um, wie schon zitiert, den technischen Fortschritt gezielt zu bewerten. So, als ob man den technischen Fortschritt jetzt nicht eigentlich auf ganz vielen Ebenen auch wahrnehmen kann und allgegenwärtig. Der französische Digitalbotschafter beispielsweise, Henri Verdier, hat seinen Sitz in Paris und nicht in Silicon Valley. Und ich glaube, dass er einen guten Job macht, sonst hätten sie sich ja nicht auf ihn berufen. Und der arbeitet fern von dem, was Sie Ballungszentren der Hightech-Industrie bezeichnen. Und es ist ehrlich gesagt auch aus unserer Sicht ein bisschen ein schräges Licht, wenn wir Diplomaten am Hof von Mark Zuckerberg haben, die dann die Arbeit von Facebook eher legitimisieren, da wo wir ja finden, dass solche Konzerne wie Facebook endlich reguliert gehören. Es ist richtig, dass wir Digitalkompetenz brauchen, auch als Querschnittsaufgabe. Ich habe beispielsweise nicht verstanden, wo das Wissen dieser Digital- und Innovationsbotschaft überhaupt hinfließen soll. Wenn Sie die alle in San Francisco eingeplant haben und eingesammelt haben. Das Problem ist, dass bei aller Notwendigkeit der Debatte dieser Antrag eher die Gefahr mit sich bringt, ein kostspieliger Gag zu sein, der am Ende dieser nicht ganz so ambitionierten, wie die Rede gerade gehalten wurde, dieser nicht ambitionierten Bundesregierung doch eher eine Alibi-Veranstaltung geben kann. Das können wir leider nicht zulassen, aber ich freue mich sehr auf die Debatte in den Ausschüssen. Vielleicht kriegen wir da zusammen was hin, was wir auch zusammen alle tragen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Omid Nuripur. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Mike Biermann.